Ich kann mich erinnern an Rituale. Ich musste in ein Grab steigen. Ich habe auf dem Altar gelegen. Es wurden Zeichen aus Blut auf mich gemalt. Ich musste ein Baby töten. Und noch viele andere Sachen mehr. Schwarze Messen in der Kirche, magische Rituale auf dem Friedhof, Folter, Geburt und Opfertod. Eine Kindheit in satanischen Zirkeln, das sind Antjes Erinnerungen. Verheimlicht bisher, weil es so ungeheuerlich ist. Jetzt will sie reden und die Täter anzeigen. Da sind bei ihr, wie bei vielen anderen Frauen auch, Unbekannte, hinter Masken oder Kutten verborgene und die eigenen Eltern. Antjes Mutter lebt noch. Meine Mutter war die treibende Kraft. Meine Mutter war die Satanistin. Mein Vater war Bote, Fahrer, Zulieferer, Transporteur. Mein Vater starb 1979 und die Polizei war sich nicht sicher, ob es sich um Mord oder Selbstmord handelt. Es wurde keine Obduktion vorgenommen und ich vermute, mein Vater wurde ermordet. Hast du dich jemals jemandem anvertraut? Nein. Warum nicht? Aus Angst zu sterben. Wieso Todesangst? Ja. Mir wurde mehrfach unter Folterbedingungen eingeimpft, dass ich, wenn ich darüber spreche, was mir passiert, ich sterben würde. Satanisten in unserem Land, ritueller Missbrauch und ein Schweigegebot. Wie soll es da verwertbare Beweise geben? Vor mehr als einem Jahr haben wir Niki, heute 40 Jahre alt, bei ihrer Spurensuche begleitet. Sie war missbraucht worden, gefoltert, abgerichtet, um extreme Schmerzen auszuhalten und gefügig zu sein. Ein Höllenleben. Der Film wurde zum Dokument einer grauenvollen Kindheit. Ich werde auf den Tisch gelegt und werde mit Nadeln gepiekt oder sehr tief unter den Fingernägeln gestochen. Und ich merke diesen Schmerz und denke, ich sterbe. Und dann entsteht aber eine neue Persönlichkeit und die übernimmt das dann wieder. Und der Missbrauch begann wann? Also wir können uns an keine Zeit erinnern, ja, wo es nicht stattgefunden hat. Also an sich von Anfang an? Von Anfang an, ja. Niki erzählte in der Wir-Form, weil sie eine multiple Persönlichkeit ist. Eine Diagnose, die nach wie vor umstritten ist. Die unermesslichen Schmerzen, so die Erklärung, habe Niki nur aushalten können, weil sie ihre Gefühle auf verschiedene innere Persönlichkeiten aufgeteilt habe. Ihre Erinnerungen sind so gespalten, dass ein Zusammenhang zwischen Tatvorgängen und Tatorten nur schwer herstellbar ist. Ein Problem für die Beweisführung. Niki führte uns zur Wewelsburg. Noch wusste sie nicht, was vor etwa 30 Jahren dort geschehen war. Bis eine andere Innenperson zum Vorschein kam, die sich erinnerte. Daran, dass sie als Kind selbst zum Töten gezwungen wurde. Du bist ja ganz sicher, dass das dieser Säulenraum ist. Das ist er hundertprozentig. Man sieht das auch hier, haben die uns hingelegt. Hier auf dem Boden? Ja. Ja. Und dann haben sie ein Kind hier reingebracht. Ein Baby. Und dann sollte ich das töten? Und ich wollte es nicht. Aber ich musste es. Am Ende hatte Niki den Mut zur Anzeige. Inzwischen haben weitere Zeugen ausgesagt, zum Teil offen, zum Teil anonym, aus Angst vor den Tätern. Niki wurde in Ruhe gelassen.
Die Täter haben sich überhaupt nicht mehr gehört. Keine Anrufe, keine Briefe, einfach nichts. Keine Drohungen mehr? Nichts. Gar nichts. Und wie erklärt ihr euch das? Also wir erklären uns das dadurch, dass wir wirklich durch die Öffentlichkeit geschützt sind. Ja. Wo wir immer erst skeptisch waren, dass die Öffentlichkeit uns nicht schützen kann. Aber jetzt ist es halt einfach so und wir sind uns hundertprozentig sicher, dass die uns nichts tun werden, weil wir die Öffentlichkeit hinter uns haben. Keine Angst mehr? Nein, überhaupt nicht mehr. Auch Antje hat Anzeige erstattet. Sie ist wie Niki eine multiple Persönlichkeit, was die Klärung von Details wann, wo, durch wen erschwert. Dennoch nimmt die Staatsanwaltschaft ihre Aussagen ernst. Um bei den weiteren Ermittlungen nicht durch die Öffentlichkeit beeinträchtigt zu werden, gibt uns die Staatsanwältin das Interview anonym. Wenn ich jemanden habe, der psychische Probleme hat, in Form dieser multiplen Persönlichkeit, tauchen schon Zweifel auf. Was ist nun wirklich, entspringt der Fantasie, was gehört zu welcher Person dieser einzelnen Person? Und passt das zueinander, sodass da die Zeugeneigenschaft, also im juristischen Sinne gesehen, die Zeugeneigenschaft einer solchen Person schon nicht so groß ist wie jemand, der eine klare Person darstellt. In diesem Film berichten auch Frauen ohne Persönlichkeitsstörung von satanistischen Ritualen. Durch Niki ermutigt haben sie vor der Polizei ausgesagt. Ein wichtiger Schritt, da er die Glaubwürdigkeit aller erhöht. Doch viele Opfer wagen bis heute nicht, das Schweigen zu brechen, oder sie bleiben anonym. Sie berichten, dass sie von der eigenen Familie in die Sekte eingeführt wurden und die Rituale von Generation zu Generation weitergereicht werden. So wird jedes Opfer auch zum Täter gemacht. Für Annegret ein Grund mehr, nicht zur Polizei zu gehen. Das Problem ist, so einfach ist es nicht. Also erstens wissen wir, wie schwierig es ist, eben Zahlen, Daten, Fakten zusammenzufinden, und zweitens, weil wir halt auch ein Kind haben und wir eigentlich immer Angst haben, wenn wir da anfangen drüber zu sprechen, dass man uns dann das Kind wegnimmt. Einführung in die Bedeutung okkulter Symbole und die Praktiken von Satanisten, auch für Polizisten und Staatsanwälte ein fremdes Terrain. Bin ich in den ersten Grad eingeweiht, dann unterliege ich der sogenannten Arkandisziplin. Arcanum, lateinisch das Geheimnis. Die Arkandisziplin legt mir auf, wirklich, aber auch wirklich gar nichts über die Infrastruktur der Gruppe einem Außenstehenden, einem Nicht-Eingeweihten zu erzählen. Ja, und das Verletzen der Arkandisziplin untersteht martialischen Strafandrohungen. Nicht auch wieder banal gesprochen sagen die, wenn du uns outest, in welcher Form auch immer, bekommst du die Rübe ab. Und die Leute glauben das. Erst Drohungen, dann massive Strafaktionen. Sind dies Beweise oder nicht? Satanistische Feiertage, Lehren, Symbole. Die Opfer vergessen sie nie, oft ohne ihre Inhalte zu verstehen. Für sie sind es Zeichen für unermessliche Qualen. So auch für Lucy. Es spricht eine kindliche Innenperson. Die haben immer so komische Zeichen gehabt. Also auch gemalt. Manchmal auch auf einen selbst. Das geht so, glaube ich. Nee. Such. Ja, 3 mal die 6. Weiß ich nicht, aber das ist ja dann wie ein Kreis. Mhm. 3 mal die 6 verschlungen. Noch andere Zeichen? Ja, Sterne. Ich mag keine Sterne. Mögen viele von uns nicht. Normaler Stern? So ein Stern. So. Ein Pentagramm. Wir haben hier einmal die 666, nicht, als ein Rad dargestellt.
Ja? Die 666 ist ein Symbol aus der Johannes-Offenbarung, also aus einem biblischen Buch, nicht? Und ist dezidiert belegt für das große Tier, als Gegenspieler Gottes, letztlich für Satan gedacht. Ja? Wir haben hier Pentagramme, die im Zusammenhang dieser Symbolik eindeutig auf Satanismus schließen lassen. Wir haben hier einen gehörnten Kopf. Nicht? Oft ist der Gehörnte als Baphomet auch Sinnbild für okkult-ideologische Gruppen. Ich sehe daraus, dass sie hier das Rot eingekreist hat, dass das ein Ritual geschehen ist, wo durchaus eine Opferung stattgefunden haben muss. Was ganz typisch ist, sie hat hier unten Worte umgedreht geschrieben. Nicht? Und das ist also eine alte Lehre, die sagt, nicht, du kriegst einen neuen Zugang zu den Sinninhalten, wenn ich etwas umdrehe. Was heißt das Einführungsritual? Das Lernen oder Lehren, was wichtig ist, um zu leben. Dass man zum Beispiel sich freut, wenn man einen wehtut, weil das besser ist für alle. Die haben zum Beispiel uns, also Strom reingemacht in uns, so an uns. Und die haben uns in einen Käfig gesperrt und haben dann Hunde auf den Käfig laufen lassen. Und damit haben die versucht, dass man gefügig wird. In all diesen Systemen geht es primär nicht unbedingt um die Anbetung von Satan, Teufel, Luzifer, sondern es ist eine Art Selbstvergottungssystem. Der Mensch will werden wie Gott. Nicht? Und von daher muss er sich natürlich als Mensch, nach Vorstellung der Satanisten oder der Okkultideologen, Energie zuführen. Und die bekomme ich eben unter Umständen ganz stark durch das Konsumieren von Blut. Nicht? Blut ist eben der Sitz des Lebens, im Blut ist der Sitz des Lebens. Nicht? Und wenn ich dieses Blut konsumiere, dann bekomme ich zum Beispiel die Energien. Die haben uns Verletzungen gemacht am Körper. Schnitte. Was weißt du noch? Dass die uns oft gefesselt haben an so eine Vorrichtung. Ich weiß nicht genau. Geschlagen und mit einer Peitsche. Die haben uns ganz oft missbraucht. Das haben sie dann immer gemacht, wenn sie mit den anderen Sachen fertig waren. Lucy hat viele Schnitt- und Brandnarben. Auch die beweisen nichts. Die Polizei tut sich schwer mit anonymen Aussagen. Ohne handfeste Anzeige sind sie handlungsunfähig. Da steht Persönlichkeitsschutz vor Opferschutz. Das Problem, was Polizei und Justiz allgemein hat, ist, dass wir in der Regel nur dann tätig werden können, wenn wir mehr als nur einen Anfangsverdacht haben. Das heißt, wenn uns über Straftaten berichtet wird, die dem Paragraphen 163 der Strafprozessordnung unterliegen, das heißt Offizialdelikte sind, muss die Polizei zwar tätig werden, aber wenn im Grunde niemand bereit ist, etwas dazu zu sagen und wir dadurch auch keine Möglichkeit haben, Sachbeweise zu finden, fällt es schwer, solche Straftaten tatsächlich auch aufzudecken. Was heißt das denn? Also wenn ein Opfer mit einer eigenen Geschichte kommt, dann kann es doch nicht Beweise schon in der Tasche führen. Nein, aber das Opfer muss zumindest bereit sein und in der Lage sein, auch etwas dazu zu sagen und das zu unterschreiben. Also es braucht eine Anzeige. Ich brauche eine Anzeige, um tätig zu werden. Annette hat bei der Polizei in Hamburg Anzeige gegen die Eltern erstattet und eine Selbstanzeige. Man habe sie zum Töten gezwungen. Sie ist keine multiple Persönlichkeit. Ihre Kindheit schildert sie als Doppelleben.
die heile Welt eines Pastorenhaushaltes in Bielefeld, die zerstörerische Welt in einer Sekte. Meine Eltern haben mich dort eingeführt, als ich circa 4 Jahre alt war. Da habe ich die erste Erinnerung daran, wie ich dazu angehalten wurde, eine Katze zu töten als 4-jähriges Mädchen. Und nach wurde ich dann immer tiefer in diese Gruppe eingeführt. Zum Teil sah das so aus, dass ich zuschauen musste, wie andere Kinder missbraucht wurden. Ich möchte eine Situation beschreiben, wie ich einmal meinen älteren Bruder gesehen habe. Da war er circa 11 oder 12 Jahre, ich entsprechend jünger, 2 Jahre jünger, wie er während einer Misshandlung oder kurz nach einer Misshandlung wie ein Seelenloser, nur noch schreiender und zuckender Körper vor mir lag. Und das ist mir so nahe gegangen, dass ich mir damals geschworen habe, das werden sie niemals mit mir schaffen. Was ist aus deinem Bruder geworden? Mein Bruder hat sich vor 3 Jahren das Leben genommen, hat sich erschossen. Eine Bestätigung ihrer Aussagen kann ihr Bruder nun nicht mehr liefern. Auch Antje sucht Hinweise, Zeugen, Beweise. Sie ist sich sicher, dass unter den maskierten Tätern auch ihre eigenen Eltern waren. Und sie hätte eine Zeugin, Sandra, ihre 4 Jahre jüngere Schwester. Mehr als 10 Jahre haben sich die beiden nicht gesehen. Sie haben den Kontakt zueinander und zur Mutter abgebrochen. Die Vergangenheit war zu schmerzlich. Gemeinsam wurden sie Pädophilen angeboten. Dieses Foto ist ein typisches Anbieterfoto. Diese Art Fotos kursierten in pädophilen Kreisen. Man erkennt, wir sind in Hündchenstellung, wir sind positioniert. Meine rechte Hand ist genau zu sehen mit dem goldenen Ehering, der dafür steht, dass ich für alles zu gebrauchen bin, gefügig und gehorsam alles tue, was von mir verlangt wird. Und auch meine Schwester signalisiert durch die herausgesteckte Zunge, dass mit ihr was anzufangen ist. Wir haben Antjes Schwester gesucht und sie schließlich ausfindig gemacht. Ihre Adresse ist geheim. Anders als die ältere Schwester ist Sandra nicht multipel geworden. Sie erklärt sich bereit, bei der Suche nach Hinweisen, Namen und Orten zu helfen und bei der Polizei auszusagen. Beide Frauen bezeugen ohne jede Absprache und getrennt voneinander dieselben Rituale bis ins Detail. Sehen wollen sie sich noch nicht. Haben die wirklich an Satan geglaubt? Also die Mutter ja. Das glaube ich. Die glaubt an diese dunkle, kräftige Macht und die glaubt, dass ihr das auch die Macht gibt, jemand zu sein, der sie eigentlich gar nicht ist und die Macht zu haben, nicht mehr Opfer zu sein, also ja, Machtgefühl zu haben. Doch, die ja. Die konkreten Aussagen decken sich teilweise und ergänzen sich in Teilen auch. Macht das den Fall glaubwürdiger? Auf jeden Fall. Es ist allgemein bekannt, dass eine Geschichte, die von einem erzählt wird, natürlich weniger, gerade in diesem Bereich sind es ja sehr unglaubliche Geschichten, wenn die von einem erzählt werden, natürlich eher in den Bereich der Fantasie abgedreht werden können, als wenn noch ein weiterer das Ganze bestätigt, möglicherweise auch noch unabhängig von diesem ersten Zeugen. Antje erinnert sich besonders an eine Nacht, da war sie 9 Jahre alt. Es sollte eine Nacht mit einem ganz speziellen Ritual werden. An dieser Nacht, die auch konkret in der Kirche stattgefunden hat, da bin ich mir sehr, sehr sicher, habe ich meine Weihe, wenn man das so nennen möchte, bekommen, um bestimmte satanische Kräfte zu empfangen und zu kanalisieren. Wir sind auf den Friedhof. Dort befand sich in direkter Nähe der Kirche ein geöffnetes Grab. Der Sarg war geöffnet. Darin lag eine frisch verstorbene männliche Leiche.
Es war auch alles gesäubert. Ich musste in dieses Grab hinein, musste dieser Leiche das Herz entnehmen. Dieses Herz wurde in eine Schale gelegt. Der hohe Priester hat diese Schale getragen und andere Mitglieder der Loge sind auch dabei gewesen und gingen hinterher. Wir sind in die Kirche rein. Dort lag vor den Stufen, ich weiß nicht, ob es aufgemalt oder hingelegt war, das Zeichen dieser Loge. Dann musste ich mich auf den Altar legen, wurde bemalt und ja, es wurden sexuelle Handlungen vorgenommen und da ist Riss. Im Anschluss an diese Nacht war mein Status in dieser Loge ein anderer. Ich war plötzlich wichtig. Da haben sie Angie richtig hin drauf abgerichtet und gedrillt, dass die konditionieren kann, dass sie auch dieses Böse hat. Und dass das mit mir macht und auch Spaß hat an der Macht. So, dass da haben sie richtig hingetriezt. Ich wurde darin geschult, Rituale auszuführen. Wie diese Kindstötung zum Beispiel. Oder dass ich neben dem Hohepriester stand und jemand anders dann auf dem Altar lag. Und Antje hatte das Gefühl von Macht, wurde noch mehr in den Kult eingebunden und stieg halt auf auch. Ne? Das war für sie eine Form von Anerkennung, die sie sonst, war ja sonst nichts. Und so haben sie uns entzweit, systematisch. Fast alle berichten, dass bei diesen Ritualen Foto- und Filmaufnahmen gemacht werden. Kinderpornografie. Also geht es auch um Geld, um gut organisierte Täterkreise. Lucy kann ohne Beweise niemanden anzeigen. Sie ist multiple. Wer wird ihr glauben? Jetzt sucht sie Bildbeweise im Internet. Sie will Aussagen, bevor die Verbrechen verjähren. Und sie will ihre jüngeren Geschwister retten, die noch bei den Eltern leben. Ihr seid euch recht sicher, dass es von euch auch solche Fotos gibt? Ja. Und wer hat die gemacht? Also wir wissen, dass es unsere Erzeuger waren. Hm. Also einerseits die Erzeuger und andererseits halt da, wo die anderen Dinge stattgefunden haben. Was ist euer Motiv, das zu suchen? Dass wir Beweise finden. Also Beweise für das, was passiert ist, um dann ja was zu unternehmen. Dass wenn ein Beweis da ist, dass man dann was tun kann und dass dann auch die sich nicht so leicht da verleugnen können. Wenn eine Betroffene verzweifelt zu Ihnen kommt und sagt, hier, ich gehe davon aus, dass im Internet kinderpornografische Aufnahmen von mir drin sind, haben Sie die Möglichkeit, ihr zu helfen, diese zu suchen? Rein theoretisch habe ich die Möglichkeit über das Landeskriminalamt. Praktisch sieht das dann so aus, dass auch da wieder die Anzeige vorliegen muss, weil sonst das Landeskriminalamt nicht tätig wird. Und wenn die Betroffene genau aus den bekannten Gründen so viel Angst hat, dass sie die Anzeige nicht macht, bevor sie nicht auch das kleinste bisschen Beweis hat? Dann ist Polizei und Justiz leider überfordert, ist der falsche Ausdruck. Dann sind uns die Hände gebunden. Auch Frauen aus der ehemaligen DDR berichten von Ritualen und sexueller Gewalt. Lucy ist eine von ihnen. Sie sucht die Orte ihrer Kindheit und will ihre Erinnerungen überprüfen, Beweise suchen. Damals war es mir nicht bewusst, weil ich nichts anderes kannte. Mittlerweile ist mir klar, dass wir einen sehr hohen Standard hatten. Sehr einen hohen Lebensstandard. Also, dass wir Westsachen hatten, Computer, Videorekorder, Autos. Besondere Westbeziehungen können heute nicht mehr nachgewiesen werden. Die Stasi-Akte ihres Vaters ist leer, vermutlich kurz nach der Wende vernichtet. Wie viele andere Opfer hat Lucy zur Aufarbeitung ihrer Qualen Figuren geformt und Bilder gemalt, manche gezeichnet wie innere Fotografien. Jetzt sucht sie die entsprechenden Orte. Es gibt drei Räume, die wir erinnern. Und die Räume hatten keine Fenster. Und waren ziemlich
kalt. Also wir gehen davon aus, dass es vielleicht Kellerräume waren oder so. Und der Boden war ziemlich uneben und auch an vielen Stellen kaputt und staubig und dreckig. Und an die Wände waren, also das Mauerwerk, also es war Mauerwerk, es war auch ziemlich kaputt an vielen Stellen. Und in dem Raum gibt es halt dann so eine Gitterlampe. Und es gab halt diesen einen Raum, wo man gewartet hat, und die anderen Räume, wo es stattgefunden hat. Und wir erinnern uns dann halt noch an einen anderen Raum, also eher eine Halle. Da sind halt so wie Stahlträger in dieser Halle. Ich weiß es nicht genau, das haben wir noch nicht. Wir wissen halt einfach, dass das Stahlträger sind und auch diese Halle nicht unbedingt sehr sauber und gepflegt ist. Was ist passiert in der Halle? Also es haben welche von uns Erinnerungen, dass da ein Feuer war in der Mitte und dass dort auch die Leute waren. Also wieder schwarze Menschen sozusagen. Also wir haben ein Bild von uns, dass jemand so dahingeschliffen worden ist in Richtung des Feuers und totale Todesängste da sind. Wisst ihr, wie ihr da hingekommen seid? Dass jemand von uns halt in diesen Transporter gebracht wurde und der hat auch keine Fenster gehabt. Ja, wir sind mit dem Transporter dahin gekommen. Wir wissen das, also wir können uns an Situationen erinnern, wo auch andere Kinder drin waren. Aber wir haben auch nie miteinander geredet, weil in solchen Situationen macht man das einfach nicht. Unterirdische Räume und leerstehende Hallen. Sie zu suchen, eine Sisyphusarbeit. Nachbarn, Lehrer, Dorfbewohner können nicht befragt werden. Lucys Eltern würden Verdacht schöpfen und die Gefährdung für sie selbst und ihre Geschwister wäre zu groß. Ohne die Unterstützung der Polizei hat Lucy keine Chance. Mehr als ein Jahr ist es her, dass Niki bei der Polizei in Gütersloh Anzeige gegen Unbekannt erstattet hat. Ihre Rechtsanwältin ist durch die Entwicklungen danach zuversichtlicher geworden. Wir haben jetzt zwischenzeitlich Gelegenheit, Akteneinsicht zu nehmen. Mhm. Die Polizei, die hat eine Hotline gebildet. Und müssen wir gerade gucken. Jetzt haben sich andere Personen auch über die Hotline bei der Polizei gemeldet, die sagten, dass ihnen Ähnliches passiert ist. Und dann hat es noch einige Hinweise gegeben, die sich auf Beobachtungen in Bezug auf die Wewelsburg erstrecken. Möglicher Tatort von Kindstötungen, die Wewelsburg. Für die ermittelnde Polizei und Staatsanwaltschaft Paderborn ist alles zu lange her. Sie haben die Mitarbeiter, die in der Wewelsburg arbeiten, befragt. Wonach? Ja, wir haben gefragt, ob Ihnen erinnerlich ist aus zurückliegenden Jahren und Jahrzehnten, dass es solche Treffen von Sektenmitgliedern auf der Wewelsburg gegeben hat oder ob Sie vielleicht auch mal selber etwas mitbekommen haben. Da konnte uns keiner direkte Antworten drauf geben, beziehungsweise es hat niemand was festgestellt. Auch Angestellte, die seinerzeit als Koch, Köchin oder Hausmeister dort tätig waren, haben wir vernommen, diese Vernehmungen waren alle ohne Ergebnis. Ja, bei den Ermittlungen ist zum einen herausgekommen, dass es 1993 zu einem Vorfall dort gekommen ist, dass dort also Tücher gefunden wurden mit Runen drauf und dass das Schloss wohl ausgewechselt war. Das war allerdings der einzige Vorfall, der die Schilderungen der Anzeigenerstatterin im Wesentlichen gestützt haben.
Haben Sie jemals in Erwägung gezogen, dass die Mitarbeiter, die Sie befragt haben, eventuell selber dabei gewesen wäre? Darauf haben wir keine Hinweise erlangen können. Weil es ist ja immer das Problem, wenn man die Leute befragt, wenn man zufällig die Falschen fragt. Ja, sicher, letztendlich kann man aber doch nicht hinter jedem vermuten, dass er Täter ist, ne? Wissen Sie mittlerweile, ob es immer nur einen Schlüssel gegeben hat oder ob es mehrere Schlüssel gab oder ob die an einem Schlüsselbrett hingen, das, wo man sich oder wo sich einzelne Mitarbeiter bedienen können? Das war natürlich auch sehr schwierig aufgrund des Zeitablaufs zu ermitteln. Der Schlüssel wurde schon verwahrt, man hatte also nicht wahllos irgendwelche Leute reingelassen. Sicherlich kann man nicht ausschließen, dass da der ein oder andere mal in einen Raum gelangt ist. Nur wir reden jetzt davon, dass also unbemerkt Leute von außerhalb, die nicht dort als Besucher waren, da unbemerkt Satansriten abhalten. Und das erscheint eher unwahrscheinlich. Ja, Zweitschlüssel kann man sich ja machen lassen zur Not. Ja, sicherlich ausschließen kann man das nicht, nur wir haben halt eben auch keinen Anhaltspunkt dafür, dass es so war. Es melden sich noch weitere Zeuginnen und bestätigen die Wewelsburg als Tatort. Zum Beispiel Karin, nicht multiple. Sie hat die im Film gezeigten Räume wiedererkannt. Ich wusste gar nicht, dass es eine Burg mit diesem Namen gibt. Ich habe in diesem Saal diese Ornamente wiedererkannt, die Säulen. Von so einer Burg habe ich oft geträumt und diese Ornamente habe ich oft gemalt als Kind. Ist mal dieses Hakenkreuz da unter der Decke, was ich kenne. Und ich weiß jetzt, woher ich es kenne. In dieser Gruft hat es eine Feuerstelle gegeben. Eine Art Stein oder Altar. Und auf diesem Altar wurde ein Kind abgetrieben. Ich war schwanger mit dem Kind, es wurde im nächsten Monat abgetrieben und geopfert. Dort in dieser Gruft? Ja. Dessen sind Sie sich jetzt wie sicher? 99,9%ig. Also an diesem Gebilde, was hier ist, dieser Seilzug, an so ein Ding kann ich mich entsinnen. Ob es jetzt hier war oder woanders, weiß ich noch nicht. Aber an so etwas kann ich mich entsinnen, dass da auch Leute hochgehoben wurden oder hochgezogen wurden. Kopf nach unten und Füße dann nach oben. Wie so ein Schwein, was geschlachtet werden soll. Ja. Da sind die Ketten. Was für Erinnerungen kommen da? Dass ich da so an Ketten gefesselt in der Ecke sitze irgendwo, in so einer Art Verlies, so wie hier. Dass die auch in der Wand eingelassen sind, so wie hier. Und dass ich auch nicht alleine bin, dass da noch mehr Kinder sind, dass die weinen. Ich kann mich auch an solche Steine erinnern, diese groben gehauenen Steine hier. Also diese zusätzliche Zeugenaussage stützt da den Anzeigenvortrag noch, widerlegt sie ihn. Wir haben eigentlich ja nichts, was jetzt das Anzeigevorbringen tatsächlich konkretisiert. Es ist nicht ausgeschlossen, dass das dort damals passiert ist, aber wir haben keinen konkreten Anhaltspunkt, außer diese Aussage von Niki, dass dort das passiert ist. Eine weitere Zeugin berichtet anonym von einem Tötungsritual in der Burg im Jahr 2000. Trotz aufwendiger Untersuchungen konnten jetzt aber keine Blutspuren mehr gefunden werden. Es gibt noch eine Zeugin, die also auch jetzt wohl so weit ist, dass sie zur Polizei will, die auch in therapeutischer Behandlung ist und die auch gerne Kontakt zu ihnen aufnehmen möchte.
Und die sagt, dass hier auch was in Gütersloh passiert ist und auch auf der Wewelsburg. Und die sich auch konkret, jetzt nachdem sie nunmehr den Film gesehen hat, auch konkret sie wiedererkannt hat. Zwei Opfer aus derselben Loge. Ein Indiz? Beide erinnern sich sogar an ähnliche Täternamen. Die Zeugin bringt den Mut auf, sich bei der Polizei selbst zu belasten. Ein Seelsorger hat sie bei diesem schwierigen Schritt begleitet. Die ersten Worte, die ich hörte, in allerersten Gesprächen, diese Hände. Und diese Hände, ihre Hände wurden mir dann eben entgegengestreckt, diese Hände haben getötet. Und das ist eben auch der Zusammenhang. Das lässt sich eben auch nicht mehr abwaschen von diesen Händen. Selbst wenn überhaupt keine der Innenpersonen, niemand Verantwortung trägt, weil sie einfach viel zu jung waren und permanent missbraucht worden sind selber. Ich habe dieses Kind erkannt. Ich kannte dieses Kind von früher. Ich weiß nicht mehr, wann im Verlauf des Filmes es war. Es wurde ein Bild, ein Kinderbild von dieser jungen Frau gezeigt. Es sah aus wie so ein Einschulungsfoto. Niki ist ungefähr 7 Jahre jünger als ich. Und alle Kinder, die im Kult sind, lernen, dass man anderen Kindern etwas tun muss. Und so gehört Niki zu den Kindern, denen ich auch etwas getan habe. Das ist zum Beispiel Schlagen bis kurz vor die Bewusstlosigkeit. Das ist zum Beispiel mit einem Gegenstand zu penetrieren und anderes mehr. Was ist in der Wewelsburg passiert? Unter anderem Tötungen. Auch in diesem Kultsaal oder wo? Oben in der Säulen, in diesem Säulenraum. Stellt sich die Frage, ob man wirklich als Tatort an dieser Wewelsburg festhalten muss oder ob man allein auf diesen möglichen Tatort sich fixiert. Ich halte es durchaus für denkbar, dass die von den Zeuginnen geschilderten Taten stattgefunden haben, möglicherweise aber auch an einem anderen Ort. Niki hat von einem Mango gesprochen. Also soweit ich weiß, hieß dieser Mann Mangot. Können Sie diesen Mangot im Ansatz schildern? Einfach verkleidet. Sind Ihnen noch andere Ihrer Täter bekannt? Ja. Es gibt jemanden namens Martin und eine Schwester meines Vaters, die eine untergeordnete Rolle spielte. Und noch mehr Handlangerdienste. Und es ist ein katholischer Geistlicher. Es sind Personen, die noch nicht namentlich benannt. Offensichtlich von der Zeit der Opferrolle her kennen, ist natürlich eine sehr große Besonderheit in diesem Ermittlungsverfahren. Und ja, wie jetzt das nachher am Ende die Ermittlungsbehörden bewerten, kann ich natürlich nicht sagen. Für mich bietet das natürlich einen erheblichen Ansatz für die Glaubwürdigkeit sowohl von Niki als auch jetzt von der neuen Zeugin. Das heißt, Sie gehen davon aus, dass weiter ermittelt wird? Ja. Und zwar ernsthaft? Ja. Auch Annette hat vor der Polizei von Tötungen berichtet. Eine 1975, die sie miterlebt hat, und eine 1973, zu der sie selbst gezwungen wurde. Damals war sie gerade 14. Es ist für sie ein Grauen, sich an diese Vollmondnacht bei den Externsteinen zu erinnern. Man habe ihr vorher angedroht, sie bei Weigerung von oben hinunterzustoßen. Auf dem Boden, ungefähr 3-4 Schritte von mir entfernt, lag ein Mädchen. Ich sollte dieses Mädchen töten, sollte mit dem Messer 2 rituelle Schnitte vollziehen. Durch den Hals und einmal den Körper entlang von oben bis unten. Ich erinnere mich, dass die Menschen, die um mich herum standen, in einer Art Gesang, Gemurmel ausbrachen mit dem Tenor: töte sie, töte sie. Ich habe dann das getan, was ich tun sollte. Ich habe das
das Messer genommen und dieses Mädchen getötet, diese Schnitte gemacht. Als das Ritual zu Ende war, ich war einem seelischen Zusammenbruch nahe. Also ich erinnere, dass ich auf dem Boden gesunken war, aber die Erwachsenen anerkennend, schulterklopfend mir begegneten, dass sie stolz auf mich seien und dass ich meine Sache gut gemacht hätte. Ich habe bei der Übernahme von diesem Fall, nachdem ich mir im Gespräch mit der Mandantin auch ein eigenes Bild gemacht habe, habe ich mir gedacht, Mensch, das könnte der erste Fall sein, wo es einmal gelingt, mit einer aussagetüchtigen Zeugin, mit einer Zeugin, die gesund ist, die überlebt hat, die geistig sehr gut organisiert ist und die vor allem, das ist ein sehr wichtiges Moment, die mutig ist, eine Ausgangslage für die Strafverfolgungsbehörden zu bekommen, die in Stand setzt, eine Anklage zu machen und eine Verurteilung herbeizuführen. Die zweite Tötung, die Annette nach ihren Erinnerungen mit 17 hat erleben müssen, führt bereits im Vorermittlungsverfahren zu Irritationen. Obwohl sie nicht nur ihre Eltern anzeigt, sondern auch selbst Anzeige erstattet hat. Schon nach einem ersten Widerspruch steht für die Staatsanwaltschaft fest, dass Annettes Aussagen nicht stimmen können. In dem Fall von 1975 handelt es sich angeblich um einen Küster. Wir haben diesen Fall überprüft und haben festgestellt, dass der Betroffene bis zum Jahre 1981 gelebt hat und eines natürlichen Todes gestorben ist. Für den Fall von 1973, wo es um eine ca. 14-jährige englische Austauschschülerin gehen soll, sind wir dabei, in England zu ermitteln, ob es diese Person überhaupt gegeben hat und wenn ja, wo sie sich heute aufhält, wann sie eventuell verstorben ist. Das ist der Stand der Ermittlungen zur jetzigen Zeit. Im Fall des Küsters hat sich die Staatsanwaltschaft auf die Aussagen des Sohnes verlassen. Nach dessen Angaben soll sein Vater hier beerdigt worden sein. Nicht berücksichtigt wurde dabei von den Ermittlungsbehörden, dass, wie im satanistischen Milieu üblich, der Sohn selbst zum Täterkreis gehören könnte. Wenn jetzt die Polizei ermittelt, dass der Mensch, der zu einer bestimmten Zeit in einem Ritual getötet worden ist, dann 6 Jahre länger gelebt haben und eines natürlichen Todes gestorben sein soll. Wie würden Sie das dann einschätzen? Also da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, die offen sind. Erstens musste man ja mal gucken, stimmt so die Aussage? Ja, und wenn, dann müsste ja ermittelt werden können, ob die betreffende Person auch tatsächlich in dem Grab, in dem Sarg liegt. Eine Obduktion kam für die Staatsanwaltschaft offenbar nicht in Betracht. Sterbeurkunden gab es keine mehr und im Krankenhaus lag nur noch ein sogenannter Arztbrief vor, dessen Echtheit nicht weiter überprüft wurde. Wozu auch, wenn man der Anzeigenden offensichtlich wenig Glauben schenkt. Ich gehe davon aus, dass Legenden gebaut wurden und dass natürlich, wenn solche Taten in solchen Kreisen, die ja nicht dumm sind, Akademiker und in solchem Umfang und in auch solcher zeitlichen Dimension, also andauernd könnte es ja sogar sein, ausgeübt werden, dann gehört ein großes Maß an Organisation dazu und da gehört ein großes Maß an Aufwand des Spurenverwischens auch dazu. Und da bin ich der Meinung, das wird bis jetzt überhaupt nicht berücksichtigt. Wir haben überhaupt keine Anhaltspunkte dafür, dass hier irgendwelche Spuren verwischt worden sind, sondern wir haben eher Anhaltspunkte dafür, dass es sich hier um einen Mord handelt, in Anführungsstrichen, der nicht der Realität entspricht, sondern eventuell der Fantasie. Weder Verwandte noch Verdächtige wurden von der Polizei verhört, geschweige denn observiert. Die Eltern werden von der Anzeige wohl erst durch die Filmausstrahlung erfahren. Erstaunlich ist, dass der Fall auch nach einem Jahr noch in Hamburg liegt. Üblich wäre, ihn an die für die jeweiligen Tatorte zuständigen Staatsanwaltschaften abzugeben. Das wären wegen der Externsteine Detmold und Bielefeld. Dort hätte man ihn mit den anderen Ermittlungsverfahren verknüpfen können.
und man wartet einfach auf eine Leiche. Und bevor nicht eine Leiche da ist, gibt es auch keinen Mord und gibt es auch keinen Mordverdacht. Und so kurz finde ich das ja wirklich nicht richtig. Wenn da tatsächlich Menschen umgekommen sind, was ist mit den Leichen passiert? Einige Leichen sind im Moor versenkt worden. Bist du sicher? Ja. Hast du gesehen? Ja. Einfach? Es gab einen Aussteiger, der wurde getötet, gehäutet und ins Moor geschmissen. Wie alt war der? Es war ein Erwachsener. Aber du weißt nicht, wie der hieß? Nein. Und es wurden Leichenteile, Leichen entsorgt in den Säurefässern der Großverzinkerei. Moor gab es in der Umgebung. Die Mutter hat in der Verzinkerei gearbeitet. Es gab ein Ritual. Da lag ich auf dem Altar. Ich wurde mit Fell bedeckt und mit irgendeinem übelriechenden Zeug eingeschmiert. Meine Beine wurden gespreizt festgebunden. Es wurde ein Ziegenbock hereingeführt, der mich dann begattet hat. Und dann ist keine Erinnerung mehr da. An Ziegen kann ich mich auch irgendwie noch erinnern. Ziegen. Vordergründig, so mein Eindruck, geht es natürlich um Befriedigung von perversen Neigungen. Nicht Ausüben vor allen Dingen von Machtgelüsten. Ja, also da denke ich manchmal, dass also das theoretische Fundament einfach nur aufgepfropft ist, um hinterher sozusagen auch eine Begründungsmöglichkeit zu haben. Wie viele konstruieren auch einfach so einen Befehlsnotstand, nicht, dass sie sagen, Satan hat es mir befohlen, ja, ich konnte ja gar nicht anders handeln, nicht? Sozusagen auch als Entlastungsfunktion für die eigene Verantwortung. Perverse Rituale, Macht und Tötungsgelüste. Wer klagt sie an, die Täter, wenn nicht die Opfer? Zumal sich ihre Schilderungen alle ähneln. Auch Annegret erinnert sich aus ihrer Kindheit an Rituale auf Friedhöfen. Ich weiß jetzt, ich soll also in den Sarg hin und was ich weiß, ich werde einfach sterben. Ja, das weiß ich. Es ist aber auch, also es geht dann halt so weiter, ich lege mich auf den Sarg, weil der Deckel ist ja nicht irgendwie geöffnet. Also ich liege dann einfach da und bin einfach nur völlig abgeschaltet und weiß eigentlich gar nichts mehr, beziehungsweise ich weiß, dass das wiederum, was geschieht, einfach völlig richtig ist, dass ich also jetzt auserkoren bin. Und meine Angst ist eigentlich dann auch gleichzeitig weg. Und dann ist es so, dass ich also aufstehe und in den Sarg gehe. Und das, was ich dann eben weiter mitbekomme, ist, dass er schon getragen wird, da sage ich, also der bewegt sich. Und dass ich eben auch weiß, oder dass ich das höre, dass eben auf den Sarg eben Erde fällt. Und dass es dann einfach nur für mich fürchterlich ist und ich einfach nicht weiß, ich weiß nicht, wie, oh, jetzt ist mir aber sehr schlecht. Und genauso ist es dann, wenn ich heute irgendwo dran denke, dass der Körper das anderen Kindern angetan hat. Also wenn ich mir dann einfach Kinder so auf der Straße angucke und mir das einfach bewusst mache, dann wird mir einfach nur schlecht bis hin, dass ich sage, nee, also ich habe jetzt einfach kein Recht mehr zu leben und bringe mich einfach sofort besser um. Erst Opfer, dann Täter. Ein Teufelskreis. Jetzt sagtet ihr vorher, ihr habt selber ein Kind. Hat die gleiche Geschichte erlebt, ja. Es ist klar, dass also mit Ausstieg aus dem Kult also keine Handlungen auch stattgefunden haben und so, vielleicht auch, also ist, dass da schon Sicherheit besteht. Aber Tatsache ist auch, dass es einmal anders war. Und das Kind weiß das auch. Ja. Und das Schwierige dabei ist natürlich dann mit den Schuldgefühlen umzugehen, die dann einfach da sind. Dieses dazu gebracht worden sein, anderen zu tun, empfinde ich als die schlimmste Vergewaltigung, die man mir hätte antun können. Das ist tiefer, schlimmer, brutaler vergewaltigt, als es jede körperliche sein könnte. Womit ich der körperlichen nicht so benutzt zu sein, ist furchtbar. Nun gehört es ja
zu dem System der satanischen Logen dazu, dass man vom Opfer immer mehr auch zum Täter gemacht wird, also auch zur Tötung gezwungen wird. Wie ist denn so etwas juristisch einzuschätzen? Ja, zunächst erstmal ist es als oder juristisch betrachtet ganz klar auch eine Straftat. Nun gibt es mehrere Möglichkeiten, Straftaten zu bewerten. Es gibt Taten, die man im Zustand der Schuldunfähigkeit begeht, wenn aufgrund der psychischen Befindlichkeiten eines solchen Täteropfers Taten begangen werden, muss man schon untersuchen, ob dieses Täteropfer in dem Zustand oder bei der Tat, bei Begehung der Tat eben überhaupt verantwortlich gemacht werden kann für das, was es da getan hat. Dann muss eine psychologische Untersuchung erfolgen, wo festgestellt wird, ob dieser Mensch überhaupt schuldfähig ist und eine entsprechende Bestrafung erfolgen kann. Ist er nicht schuldfähig, kann man ihn auch nicht bestrafen. Was alles muss passiert sein, wenn Menschen sich selbst dieser Taten bezichtigen, um aus einem Teufelskreis auszubrechen? Sie gehen das Risiko ein, dass man ihnen nicht glaubt oder sie selbst nicht mehr als Zeugen behandelt, sondern dass sie als Täter betrachtet werden. Wie damit umgegangen werden sollte, wird in letzter Zeit verstärkt auch öffentlich diskutiert, wie hier bei einer Veranstaltung der SPD-Bundestagsfraktion, bisher allerdings ohne konkretes Ergebnis. Ich könnte mir vorstellen, dass über das Bundeskriminalamt wirklich ernst genommen wird, was alles schon an Erkenntnissen vorliegt. Es ist ja nicht so, dass es keine Erkenntnisse gibt. Es gibt Ermittlungsverfahren, die häufig im Sande verlaufen, weil der einzelne Polizeibeamte oder auch der einzelne Staatsanwalt die Dimension der Verbrechen, die da zum Teil passieren, überhaupt nicht erkennen kann. Und da ist, finde ich, die Bundesregierung gefordert, der Bundesinnenminister gefordert, das Bundeskriminalamt gefordert, anzufangen. Was haben wir eigentlich alles, das mit Fachleuten auszuwerten und dann wirklich eine Sonderkommission auf Bundesebene in Zusammenarbeit natürlich mit den Ländern einzurichten, um mal wirklich alles zusammenzufassen und dann auch an die Täter ranzukommen. Auf meine Anfrage beim Bundeskriminalamt liegen auch heute immer noch keine Erkenntnisse im Phänomen im Bereich Okkultismus, Satanismus vor. Wie kann das sein? Das glaube ich nicht. Ich glaube es nicht. Ich vermute, dass der Verfassungsschutz durchaus einige Erkenntnisse hat. Und ich weiß nicht, warum man die unter den Tisch hält. Es ist ein großes Phänomen, dass dieses Thema immer noch ein Tabuthema ist und Täter geschützt werden und Opfer bloßgestellt werden und im Stich gelassen werden. Das ist ein Phänomen, das ich im Moment nicht aufklären kann. Aber ich glaube, wenn wir alle weiter daran arbeiten und Öffentlichkeit herstellen, dass sich dann das Blatt wenden wird. Also ich bin mir sicher, dass die Informationen haben. Es gibt ja zum Beispiel beim BKA wie bei anderen Landeskriminalämtern auch Ermittlungsverfahren wegen dieser Internetpornografie und sowas alles. Da gibt es Ermittlungen. Warum guckt man da nicht über den Tellerrand hinaus? Kann ein Ansatz sein, weiß ich nicht. Nur die Entscheidung muss getroffen werden. Das sind politische Entscheidungen. Wann das BKA tätig wird, ist eine politische Entscheidung. Ist es politisch gewollt, ja oder nein? Solange die Gesellschaft nicht akzeptiert, dass es die Herren in den weißen Westen sind, die da mitmachen und dass die das Netzwerk haben und wir nicht, so lange wird sich daran auch nichts ändern. Das Schlimmste, an das sich die Frauen, mit denen wir gesprochen haben, erinnern, sind ritualisierte Geburten und Opferungen. Antje und ihre Schwester haben bei der Polizei auch darüber ausgesagt, unabhängig voneinander. Nach 10 Jahren, in denen sie sich nicht gesehen haben. Diese Geburt wurde eingeleitet. Es war mit einem Arzt und ich kann nicht mehr sagen, ob ich eine Spritze bekommen habe oder ein Getränk oder beides. Das ist alles möglich. Da war Antje schwanger. Da war ich 10, als ich schwanger war. Da müsste ich ungefähr 14 gewesen sein. Es gab in der Ecke ein Schaffelllager, wo ich auch schon mitbekommen habe, dass andere dort ein Baby auf die Welt gebracht haben, bis es dann irgendwann mir passierte und ich auch ein Stück von dem Mutterkuchen schlucken musste. Dort hat sie das Kind geboren, es hat ihr keiner geholfen,
Das musste sie alleine tun und sie war auch hinterher völlig fertig. Ich wurde festgehalten, musste zusehen. Du wurdest festgehalten? Ja. Von wem? Also von der Mutter auch. Er hat mich an den Schultern festgehalten auch. Ich musste das mit ansehen, um einfach auch um zu wissen, was auf mich vielleicht mal zukommt. Um zu wissen, du hast sowieso keine Chance. Und ich weiß noch, dass ich im Prinzip überhaupt nicht laufen konnte und das Blut mir an den Beinen herunterlief und all solche Sachen und auch die Fruchtblase irgendwie verwendet wurde. Die Nachgeburt kam dann auch, dann hat sie Spritzen gekriegt, dass sie aufstehen kann und auch laufen kann. Dann wurde sie in eine Kutte gesteckt, der Raum wurde gewechselt und dann lag das Kind da. Schreiend, also die Kutten haben sich alle wieder in der Runde drum aufgestellt. Es wurde auch dabei gesungen, die haben rhythmisch gesungen. Es war also keine Worte dabei oder so, es war einfach nur ein Rhythmus, laut, leise, in einer bestimmten Intonation. Ich musste dieses Kind töten, obwohl ich selbst kaum dazu in der Lage war, zu stehen, zu gehen oder irgendwas. Dann kam Antje in der Kutte, man konnte auch noch sehen, das Blut lief ihr auch runter. Die haben mir da nicht irgendwie geholfen oder so, das war nicht. Und dann stand sie halt vor dem Baby und musste zustechen. Ich wurde dazu aufgefordert. Meine Hand wurde geführt. Ich musste ein bestimmtes Ritualmesser nehmen mit dem Namen Atame. Der hohe Priester kam, der hat ihr das Messer in die Hand gedrückt und hat ihr das Messer geführt. Und sie musste zustechen ins Brustbein. Den Brustkorb öffnen, diese weichen Rippen spreizen, das Herz herausnehmen. Also das Herz entnommen, dann musste Antje auch ein Stück von essen. Dann wurde dieses Herz in eine Schale gelegt. Und jeder, der um den Altar herum stand, musste ein Stück dieses Herzen essen. Und der hohe Priester hat ihr die Hand geführt? Der hat ihr die Hand geführt, der stand hinter ihr. Der war größer natürlich als sie. Der hatte eine schwarz-goldene Maske auf. Das war irgendeine Tiermaske. Deswegen, also die anderen hatten auch spitze Kapuzen. Der hatte eine runde Kapuze und die Maske davor. Und er hat ihr die Hand so über den Kopf geführt. Und hat das Stechen hat er ihr geführt. Wir werden möglicherweise die Beschuldigten, die durch die Zeugenaussagen ja bekannt sind, versuchen anzusprechen, eventuell auch zu beobachten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten für Ermittlungen, die ich natürlich aus ermittlungstaktischen Gründen nicht alle benennen will. Aber wir werden, wenn, dann schon breit angelegt in die Ermittlungen einsteigen.